Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, sie kommuniziert tatsächlich mal mit dem Kind. Nimm einfach mal eine dampfende Dusche. Vielleicht geht es dir dann ein bisschen besser, weil ihre Statuswerte so ein bisschen im Keller sind. Ja. Das war es dann halt auch. Kann man nicht mit dem Kind zusammen irgendwie so Kinderkanal schauen? Da kann das Kind vielleicht zuschauen. Ey, Kind, komm mal her. Kinderkanal. Zuschauen. Da lernst du bestimmt voll viel. Und sie wird happy. Ja, passt. Ey, die haben voll viel Spaß zusammen. Scheinbar bringt es voll was, Kinderkanal zu schauen. Da haben wir nicht mal irgendwie frei oder so. Okay, ja, komm, geh schnell schlafen. Das merkt das Kind nicht, du schnell weg bist. Das Kind sollte jetzt happy sein, einfach weil es kann Fernsehen schauen. Ende der Happiness. Ja, wegen mir, Julia. Du kannst vorbeikommen und dich um unser Kind kümmern. Mit ihnen zusammen Fernsehen zu schauen, das bringt's voll. Das findet unser Kind voll cool. Ja, cool. Stehst du bald mal auf? Drei Viertel weck ich sie. Die könnte sich halt echt mit unserem Kind beschäftigen. Aber nein, sie räumt lieber auf, was? Geh mal arbeiten. Ich war gerade nur verwirrt wegen dem Kind. Das ist, hier, wir organisieren. Heute kriegst du mal einen Babysitter. Ja, dir geht's doch gleich wieder gut. Du bist in der Arbeit und nirgendwo, wo es gefährlich für dich ist. Hier, die Zeit muss schneller vergehen. Und wie die Tante steht auch nur da und denkt sich so: Fuck, was mache ich jetzt mit so einem Kind? Und da kommt schon wieder unser Babysitter-Freund. Ja, erstmal aufräumen. Ja, das Kind steht da so und denkt sich so: Fuck, was soll ich machen? Und sie muss dringend schlafen, wenn sie heimkommt. Macht ihr auch irgendwas mit dem Kind oder so? Er bringt das jetzt ins Bett, oder? Boah, die Bedürfnisse sind immer voll in den Keller. Aufmerksamkeit, Hunger, Energie. Ich glaube, wir brauchen da so einen Hochsitz, dass man das Kind füttern kann. Warte mal, ich kaufe mal so einen Hochsitz. Da habe ich jetzt echt nicht mehr dran gedacht, weil ich mir dachte, wir schieben das Kind da ab und dann war es das. Wo würde ich so einen Hochsitz kaufen? Kindergitarre. Nee. Ich möchte auch nicht, dass unser Kind zum Denken ermutigt wird. Hier, Kinderstühlchen. Braucht es sonst noch was von diesem Kack da? Nee. So, sie sollte auch, glaube ich, übermorgen kriegt sie ihr nächstes Kind. Wenn sie mal aus der Arbeit heimkommt. Was macht der Heini da? Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich wirklich um das Kind kümmert. Aaron ist sehr hungrig. Vor ihm liegt ein Sandwich. Das soll sich nicht beschweren, das Kind. Das ist nicht so, als wenn ich ihn hier komplett ohne Essen sitzen lasse. Was ist das? Knoblauchnudeln kommen direkt mal in unseren Kühlschrank. Kann der irgendwas mit diesem Kind eigentlich machen oder ist der total unfähig? Siegt der Kotze? Keine Ahnung. Und wolltest du duschen? Es ist echt, der Job reißt es kaum raus, was du da, also was wir da machen.
Ja, komm, geh auf die Toilette, geh duschen. Hier Reste essen. Hier nimm dir die Reste. Nimm eine dampfende Dusche und dann geh schlafen. Ich weiß nicht, warum die Mütter so unfähig sind. So, jetzt bist du mal sauber, nach 3 Tagen auch mal duschen. So, und jetzt kannst du schön schlafen. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich dein Kind angelaufen und meint so, ey, Aufmerksamkeit. Aber es sieht noch sehr schlafend aus. Hygiene und Aufmerksamkeit ist ein bisschen runter. Aber das hält da schon noch durch, bis die Kinder. Heute schicken wir ihn, glaube ich, in die Tagespflege. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Heutige Post wurde zugestellt. Bestimmte Rechnungen. Ja, Rechnungen. Und Post bekommen. Dann kannst du pinkeln gehen. Stand da gerade ein männliches Wesen vor unserem Haus? Ja, jetzt nicht mehr. Doof. Komm, steh auf, wir müssen noch ein bisschen mixen üben. Okay, du fühlst dich unwohl, das ist auch in Ordnung. Ja, gerne kannst du vorbeikommen. Warum musst du dich schon wieder um dein scheiß Kind kümmern? Oh, jetzt hast du dich wieder angepinkelt. Reste essen. Dann hier mixen üben. Wie weit bist du voll mit der Hygiene? Ja, passt schon, Hälfte reicht. Boah, sie wird irgendwie fett, oder? Also ich weiß, dass sie schwanger ist, aber sie wird echt irgendwie fett. Bei der ersten Schwangerschaft war die noch nicht so dick. Ich glaube, du musst in die Arbeit. Willst du deinen Arsch mal nicht eineinhalb Stunden zu spät in die Arbeit schicken? Zur Tagespflege schicken. Schön, dass die eine Tante jetzt auch gegangen ist. Okay, das mit dem Mixen üben kannst du, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Dann gehst du lieber schlafen. Aber wir haben uns den ganzen Tag nicht mit unserem Kind beschäftigen müssen. Wer hätte denn das gedacht? Oh, er kann jetzt aufs Töpfchen gehen. Da bin ich aber stolz auf ihn. Oh, was ist denn mit dir? Kannst du schlafen? Ich glaube, wir müssen mal wieder so einen Kindersitter engagieren. Sondern gehen wir heute mal lieber zu früh auf die Toilette als zu spät. Kannst du Reste essen? Duschen. Ja, läuft doch. Sollte auch heute, glaube ich, ihr Kind kriegen, oder? Ja, es sollte jeden Moment eigentlich kommen. Vielleicht schaffen wir es die Folge noch. So, Spaß fehlt. Kannst du einfach mixen üben, das macht bestimmt Spaß. Macht das keinen Spaß? Ich glaube, wir müssen uns irgendwie mal um das Kind kümmern. Oh, sonst wird uns das Wasser. Warum hast du die denn nicht gezahlt? Also bitte diese scheiß Rechnungen zahlen. Heute haben wir frei. Aber wir kriegen ein Kind. Bleib stehen, du bekommst ein Kind.
geh ins Krankenhaus und bekomm dein Kind da. Mach hier keine Hausgeburten. Hör auf, dich einzupinkeln. Du wolltest ins Krankenhaus gehen und unser Fernseher ist hinüber. Oh Gott. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel alles. Kannst du bitte ins Krankenhaus gehen? Hör auf, duschen zu gehen. Du musst ein Kind bekommen. Dieses Kind wird doch einfach sterben, wenn... Gott, wenn das Krankenhauspersonal das sieht. Zur Tagespflege. Okay, ja. Was ist es? Ist es ein Mädchen? Name? Alexa. Wegen mir heißt das Kind Alexa. Oh, und noch eins. Caroline. Okay. Zwillinge. Cool. Ja, ich verabschiede mich mal an dieser Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei die Sims 4. Bis dahin. Tschüss.